Gentlemen, es ist wieder an der Zeit für eine neue Folge. Ich weiß, ich kann es langsam auch nicht mehr hören. Aber glaubt mir, Freunde, heute lohnt es sich mal dran zu bleiben. Denn wir werden heute wieder mal die Skibbidi-Dop-Toiletten bekämpfen. Und zwar werden wir als kleiner Cameraman anfangen und wir werden uns dann immer weiter upgraden bis irgendwann zum XXL-TV-Man. Und mit diesem werden wir dann richtig epische Bosskämpfe gegen andere Monster machen, wie zum Beispiel den XXL-Speaker-Head oder die XXL-Skibbidi-Dop-Toilette oder vielleicht noch ganz andere geheime Skibbidi-Dop-Toiletten-Monster, die ihr noch gar nicht kennt. Deshalb, Freunde, bleibt wie immer bis zum Ende dran. Wenn euch das Ganze gefallen sollte, verprügelt den Daumen nach oben und vergesst nicht, diesen wunderschönen Kanal hier zu abonnieren, weil irgendwie abonniert keiner. Okay, jetzt habe ich genug gelabert. Ich glaube, es wird an der Zeit, um in das Video reinzustarten. Und damit würde ich sagen, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge Roblox. So, Freunde, here we go. Wir im Spiel angekommen und ja, ihr seht es, wir befinden uns hier gerade in der Stadt, wo ja auch aktuell die Camera Heads und die Skibbidi-Dop-Toiletten Krieg führen. Es ist quasi 1:1 wie bei den Skibbidi-Dop-Toiletten und ihr seht, wir rennen hier gerade als Camera Head rum. Ich habe ja bereits im Pre-Intro gesagt, wir werden uns heute langsam Stück für Stück upgraden, ne? Das heißt, wir müssen hier heute die ganzen Skibbidi-Dop-Toiletten, die sich hier auf den Straßen befinden, besiegen, ne? Und dann können wir uns immer weiter ableveln, bis wir irgendwann so eine XXL-TV-Men sind, so wie da vorne. Da ist schon einer richtig groß. Und ich will heute mindestens genauso groß werden wie er. Jetzt fragt ihr euch, okay, wie willst du die Skibbidi-Dop-Toiletten denn überhaupt besiegen? Ja, um ehrlich zu sein, ist das eigentlich ganz einfach. Und zwar mit meinen Fäusten. Bam! Und oh mein Gott, da kommt direkt die erste Skibbidi-Dop-Toilette und die zweite sogar. Und die dritte, und da ist sogar eine Skibbidi-Dop-Toilettenpolizei. Oh, Freunde, wir müssen die ganz schnell runterspülen. Ihr seht's, komm, weg mit dir! Bam! Wir haben die erste Toilette runtergespült, Freunde. Dann jetzt kommt direkt die zweite Toilette runterspülen. Bam! Jetzt seht ihr, bekommen wir dafür so Punkte, indem wir die Toiletten hier runterspülen. Weg mit dir! Tadam. Jetzt steht hier unten, you flush one Skibbidi-Toilette. Und was zur Hölle ist das hinter mir? Da ist schon eine richtig große Toilette. Ich glaube, dafür sind wir noch ein bisschen zu schwach. Und da ist auch ein Skibbidi-Dop-Toiletten-Professor. Wir müssen schnell in die Safe Zone. Die sind ein bisschen zu krass. Oder Matti, wir schaffen den? Wow! Wir haben ihn runtergespült. Komm, den probieren wir auch nochmal runterzuspülen. Bam! Das war aber schon echt knapp, Mann. Und ihr seht, wenn wir Toiletten runterspülen, bekommen wir oben so Siege. Und desto mehr Siege wir haben, desto mehr Waffen und Upgrades können wir uns freischalten. Man kann sich zum Beispiel auch hier jetzt mit Robux richtig krasse Waffen kaufen. Zum Beispiel einfach mal so einen Flammenwerfer oder einen Teleporter oder ganz viele andere nice Sachen. Zum Beispiel mal einen Speaker-Helikopter. Den müssen wir uns auf jeden Fall später auch noch kaufen. Das heißt, wir werden hier heute wieder richtig viele Robux ausgeben, ne? Ansonsten, was schlägst du mich jetzt, Junge? Willst du Stress oder was? Bam, nimm das, Junge! Oh, Freunde, schaut mal. Da hinten ist der XXL Skibbidi-Dop-Toilettenboss. Und er macht gerade so Laseraugen. Um den zu besiegen, müssen wir richtig groß werden. Ansonsten, warte mal. Hier sind so böse Camera-Heads. Ich glaube, die wollen uns auch angreifen. Ich glaube, wir müssen uns erstmal zurückziehen. Camera-Head, renn um dein Leben! Wir spielen mal die Toilette noch runter. Komm schon. Weg mit dir. Runtergespült. Boah, das war knapp. Ich bin zurück in der Safe Zone. Ihr seht, überall auf den Straßen befinden sich Skibbidi-Dop-Toiletten. Und ich glaube, jetzt wird es langsam mal Zeit für das erste Upgrade hier. Und zwar seht ihr zum Beispiel, wir können uns das erste Upgrade hier schon kaufen. Und zwar brauchen wir dafür nur 25 Siege. Wir haben uns jetzt einmal hier gemorpht. Zack, sind wir hier einfach mal größer geworden. Jetzt haben wir hier das erste Upgrade. Und jetzt machen wir auch schon viel mehr Schaden, indem wir hier schlagen. Aber ich sag euch ehrlich, mit meinen Fäusten will ich nicht weiterkämpfen. Wir brauchen langsam mal eine richtige Waffe hier. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir einmal in den Shop rein und kaufen uns hier einmal den Flammenwerfer für 200 Robux. Macht das am besten nicht zu Hause nach. Aber ich würde sagen, fürs Video kaufen wir uns jetzt mal hier den Flammenwerfer. Jetzt seht ihr schon unten, habe ich den Flammenwerfer freigeschalten und damit können wir jetzt die Skibbidi-Dop-Toiletten einfach so anzünden. Oh mein Gott.
Ihr seht, wir haben jetzt hier schon richtig krasse Upgrades. Ich meine, ich habe einfach einen Flammenwerfer jetzt. Oh mein Gott. Komm, wo sind die Skibbidi-Dop-Toiletten, hä? Ich höre auf jeden Fall hier hinten die ganze Zeit den Skibbidi-Dop-Toiletten-Boss. Aber der ist noch ein bisschen zu krass für uns, sage ich euch ehrlich. Aber schaut mal da hinten. Da sind richtig viele Skibbidi-Dop-Toiletten. Ich würde sagen, die greifen wir auch direkt mal an. Was geht denn da ab? Freunde, gut aufgepasst. Seid ihr bereit? Flammenwerfer! Boom! Oh, wir haben die erste Skibbidi-Dop-Toilette mit dem Flammenwerfer gekillt. Ihr seht es, komm. Oh, warte mal. Und hier ist ein Speaker-Head. Der ist richtig krass. Boah, so groß müssen wir auch noch werden. Wir haben aktuell 32 Siege und gerade mal einen Tod. Das ist richtig gut. Aber hier ist die nächste Skibbidi-Dop-Toilette. Nehmt das! Weg mit dir. Wir haben die auf jeden Fall auch abgebrannt. Das hätten wir. Meint ihr, wir schaffen hier diese große Toilette? Nehmt das! Oh mein Gott, die ist richtig stark. Nimm das! Yeah! Oh mein Gott, wir haben die einfach auch abgefackelt. Ansonsten schaut mal, hier ist eine mit zwei Köpfen. Bam! Weg mit dir! Oh mein Gott! Digga, ich sag euch ehrlich, also dieser Flammenwerfer ist eigentlich voll OP. Wir haben schon richtig viele Kisten damit gemacht. Ich würde sagen, wir haben jetzt genug gearbeitet. Es wird Zeit für das nächste Upgrade, Freunde. Deshalb würde ich sagen, gehen wir einmal hier zu den Morphs. Und dann schauen wir mal. Für das nächste Upgrade brauchen wir tatsächlich 50 Siege. Digga, man kann sich ja halt so krasse Sachen freischalten. Schaut mal. Ihr seht zum Beispiel hier unten, ne? Schaut mal, was es da gibt. Man kann sich hier... Oh mein Gott. Mit 9000 Siegen kann man sich zum Beispiel den fliegenden Skibbidi-Dop-Toilettenschredder freischalten. Dafür brauchen wir aber 9000 Siege oder 900 Robux, Mann. Ich muss das eigentlich kaufen. Dann könnten wir einfach selber als Skibbidi-Dop-Toilette spielen. Und bevor wir das machen, müssen wir eigentlich noch ein paar Kills machen. Also ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt erstmal hier noch doppelten Walking Speed. Damit können wir nämlich schneller laufen. Kostet uns nochmal 300 Robux, aber ich wäre nicht Lumex, wenn ich das kaufen würde. Das heißt, das hätten wir uns gekauft, Leute. Und dann würde ich sagen, kaufen wir uns auch nochmal doppelte Siege, damit wir hier auf jeden Fall auch die Chance haben, hier richtig krasse Upgrades freizuschalten. Das heißt, auch hier nochmal 500 Robux ausgegeben. Aber jetzt schaut mal, jetzt können wir einfach übertrieben schnell laufen. Ich glaube, damit soll es auf jeden Fall jetzt leichter sein, hier die Skibbidi-Dop-Toiletten auszuschalten. Ne? Hier einmal runterspüren. Ihr seht, wir bekommen jetzt hier doppelte Siege auch. Wir haben jetzt schon 63 Stück auf einmal. Das heißt, das reicht auf jeden Fall für das nächste Upgrade. Bedeutet, wir haben jetzt hier genug Siege, um uns einfach mal hier in den Titan Cameraman zu morphen. Bam! Oh mein Gott, guckt euch an, wie groß der schon ist. Also, ich sag euch ehrlich, bisher haben wir hier schon ein gutes Upgrade hingelegt. Der ist auf einmal schon viel, viel größer. Wir haben auch jetzt hier so neue Fähigkeiten. Zum Beispiel haben wir hier so eine neue Waffe bekommen. Mit denen können wir quasi einfach die Kameras so stunnen, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Dann, was ist das da? LOL! Schaut, man kann die hier einfach so... Guck mal! Bam! Der hat so eigene Fähigkeiten, womit er die einfach so killen kann. Hä? Wie geil. Schaut, wir haben jetzt schon 73 Siege gemacht. Das ist ja unnormal heftig. Okay, wir müssen gucken, wo die nächsten Skibbidi-Dop-Toiletten sind. Hier ist so ein Panzer. Der ist richtig krass, der Typ. Oh mein Gott, wir können auch richtig hoch springen. Guckt euch das mal an. Wir können hier einfach auf die Dächer hoch. Was? Jetzt bin ich einfach ganz hier oben. So, komm her, Skibbidi-Dop-Toilette. Yeah! Nimm das! Bam, den nächsten Kill. Ihr seht's, Leute. Ansonsten, was geht eigentlich hier drüben ab? Hier scheint... Der Skibbidi-Dop-Toiletten-Bus ist hier. Oh mein Gott, der schießt Laser, der ist viel zu krass. Wir sind gleich tot, wenn er uns einmal trifft. Ich glaube, dafür brauchen wir das nächste Upgrade, Freunde. Also ich meine, wir sind ja eigentlich schon ganz groß, aber das reicht noch nicht für den Endboss aus. Ansonsten, hier ist noch eine Skibbidi-Dop-Polizei. Ich würde sagen, die stunnen wir einfach mal. Bam! Jetzt haben wir die einfach gestunnt mit unserer Waffe. Jetzt können wir... Ey! Die hat mich einfach umgebracht! Na warte, das kriegst du wieder. Flammenwerfer! Freunde, ich hab dir einfach mit dem Flammenwerfer platt gemacht. So geht's auch. Ey, ich sag... Digga, was zur Hölle geht denn da auf einmal ab? Ich glaub, die Bosse da hinten drehen komplett durch. Freunde, ihr wisst, was das heißt. Es ist an der Zeit für ein weiteres Skibbidi-Dop-Toiletten-Upgrade. Und ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt einmal hier den Speaker-Head für 500 Robux.
Box! Ich habe das Ganze gekauft. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Bam! Oh mein Gott, was ein krasses Upgrade, Leute! Ihr seht es, wir haben jetzt einfach den Speakerhead. Jetzt können wir hier einfach sein Blaster benutzen. Schaut euch das mal an. Da kommen die ersten Toiletten hier. Guckt euch das an, wir können die mit einem einzigen Hit einfach killen. Ich meine, wie OP ist bitteschön der Speakerhead hier? Ein Schuss. Bam, weg mit dir, Skibbidi-Dop-Toilette. Weg mit dir. Ansonsten können wir auch hier wieder so eine krasse Ulti machen. Bam! Der nächste Kill. Wir haben schon 101 Siege mittlerweile. Ansonsten, da unten kommt eine richtig kleine Toilette. Die spülen wir einfach mal runter. Haha, weg mit dir. Wer wäre als nächstes Stress? Weg mit dir. Bam! Skibbidi-Dop-Toilettenprofessor. Du kannst auch einen Abgang machen. Bam! Junge, der Typ ist so krass. Guckt euch das an. Einfach einen Schuss brauchen wir nur machen. Und alle Toiletten sind direkt weg. Hier der nächste. Bam! Oh, die wollen mich angreifen. Ich würde sagen, es wird Zeit für die nächste Ulti. Und... Bam! Alle auf einmal gekillt. 147 Siege haben wir einfach schon. Ich sag euch ehrlich, Leute, wenn wir es schaffen sollten, heute hier zu diesem richtig krassen TV-Man zu werden, ne? Hier. Ich glaube, dann können wir auch den Skibbidi-Dop-Toiletten-Endboss besiegen. Ich meine, guckt euch das an. Die befinden sich gerade da hinten, die Bosse. Wir können ja mal versuchen, mit unserem Blaster auf ihn zu schießen. Was meint ihr, was wird passieren? Ich schieß mal auf ihn. Digga, es macht gar keinen Schaden. Guckt euch das an, Freunde. Der Typ ist viel zu krass. Auch hier mit dem Flammenwerfer. Guckt euch das an. Das bringt einfach gar nichts. Der Flammenwerfer bringt einfach gar nichts gegen den Endboss. Ich sag euch ja, wir brauchen hier ein krasseres Upgrade, Leute. Wisst ihr, was ich mach's, Freunde? Ich kauf jetzt für 1000 Robux den, oh mein Gott, den Ultra Titan TV-Man. Leute, das wird wahrscheinlich das krasseste Upgrade aller Zeiten. Allein dieses Upgrade kostet 1000 Robux. Aber wisst ihr was? Für euch mache ich das. Ich kaufe jetzt den Ultra Titan TV-Man. Es hat funktioniert. Ich habe den Ultra TV-Man gekauft. Seid ihr bereit für das Upgrade? In 3, 2, 1, BAM! Oh mein Gott, Leute! Wir sind der Ultra Titan TV-Man! Junge, wie krass sieht der aus? Können wir jetzt auch die Fähigkeit machen? Wartet mal. LOL! Freunde! Wir können einfach seinen Strahl machen. Habt ihr das gesehen? Wir können einfach seinen TV-Man-Strahl machen. Guckt euch das an. Wir machen einfach den TV-Man-Strahl. Der macht auch richtig krassen Flächenschaden. Das ist so krass. Ich würde sagen, Ladies and Gentlemen, macht euch bereit. Ich werde jetzt zum Skibbidi-Dop-Toiletten-Endboss gehen und werde ihn versuchen zu besiegen mit dem Ultra-Titan-TV-Man. Ich würde sagen, das ist dein Ende. Und du gehst beiseite. Weg mit dir, Junge. Bam! Warte mal. Warte mal. Der Boss ist gefallen. Haben wir den Boss gerade besiegt? Da steht Boss respawned. Ich glaube, wir haben ihn platt gemacht, den Boss. Wir machen die mal platt. Hier sind diese komischen Verbrecher. Die haben wir auch platt gemacht. Weg mit euch! Und jetzt ist es an der Zeit für dich, Skibbidi-Dop Toiletten-Endboss. Nimm das! Yeah! Wir haben ihn besiegt, Freunde. Er respawnt in 30 Sekunden. Wir haben ihn platt gemacht. Unser Ultra-Titan-TV-Man ist einfach zu heftig. Ansonsten schaut mal da oben. Oh mein Gott. Der Chatpack greift uns an. Die Chatpack-Toilette. Nimm das. Aber wisst ihr was? Das ist kein Problem für uns. Denn wir sind der Ultra-Titan-TV-Man. Ich glaube, uns kann jetzt niemand mehr aufhalten. Ihr seht, wir one-hitten jede Toilette hier einfach. Guckt euch das an. Alle drei auf einmal. Bam. Guckt euch das an. Ich habe alle drei auf einmal gekillt mit dem Ultra-Titan-TV-Man. Ansonsten, die Toilette ist übel am Nerven. Was willst du, Junge? An der Stelle würde ich sagen, soll es das mit dem Video gewesen sein, Freunde. Ihr habt gesehen, wir können jedes Skibbidi-Dop-Toilette mit einem einzigen Schuss killen. Wir haben mittlerweile 250 Siege. Ihr seht, wir haben uns ganz viele andere Moves noch freigeschalten. Wenn euch das Video also gefallen haben sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, TV-Man sagt auf Wiedersehen. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.